Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Der Mann, der Liberty Valance erschoss von John Ford. Dies ist einer der besten Western überhaupt. Denn dieser Film weist über den vermeintlich wilden Westen hinaus und zeigt, dass unsere Demokratie selbst ein archaisches Moment hat. Ihr wohnt selbst Gewalt inne. Es geht in diesem Film um die Gewalt in mehreren Facetten und wie sie der Boden ist, auf dem wir und unsere modernen Staaten stehen. Der Film hat eine Rahmenhandlung. Das heißt, die Vergangenheit ist schon eingehegt, wie ein Stück Land. Und wir bewerten rückblickend, also nicht aktuell, das Geschehene. Der Film ist nur im Studio gedreht worden. Wir haben auch fast nur Innenaufnahmen. Also John Ford zeigt uns nicht das, was er auch sehr gut kann, nämlich den weiten wilden Westen, sondern er zeigt uns intime Situationen. Er zeigt uns, indem er sich dafür entschieden hat, nur auf Innenaufnahmen, auf Studioaufnahmen zu setzen, eben schon die zivilisierte Welt. Und das ist auch das Thema des Films. Gedreht wurde er 1962, dennoch in Schwarz-Weiß. Die Bildsprache ist berichtend, die Kamera ist fokussiert auf den politisch-rechtlichen Konflikt und auf die Figuren, die ihn austragen. Der Film beginnt mit dem Eintreffen einer Eisenbahn. Das ist das Zeichen des technischen und des zivilisatorischen Fortschritts. Und aus ihr steigt dann auch ein Repräsentant des Fortschritts, nämlich der Senator Ransom Stoddard und seine Frau Haley, gespielt von James Stewart und Vera Miles. Sie kehren in ihre eigene Vergangenheit zurück, von der Stoddard den Lokaljournalisten dann erzählen wird. Seine politische Laufbahn begann nämlich in diesem Städtchen namens Shinbone. Sie sind gekommen, um zu einer Beerdigung zu gehen, zur Beerdigung von Tom Donovan, gespielt von John Wayne. Was verbindet die drei miteinander? Stoddard beginnt, den Journalisten zu erzählen, und wir sehen dann in einer großen Rückblende, was damals geschehen ist. Das ist aber kein subjektiver Rückblick, sondern ein sehr neutraler. Etwas wird ausgeklammert, das uns dann erst etwas später gezeigt wird. Wir sollen uns aber selbst ein Bild von der Situation machen. Der Film wertet nicht. Vor vielen Jahren, in der Übergangsphase der Staatenbildung, als man sich sozusagen von der Wildnis löste, kam Stoddard nach Shinbone als junger, idealistischer Anwalt mit vielen Gesetzesbüchern im Gepäck. Und bevor er noch in der Stadt ankommt, gibt es schon ein Zusammentreffen mit Liberty Valance, dem meist gefürchteten Banditen. Der ständig betrunkene Sheriff ist machtlos diesem Banditen gegenüber. Nur Tom Donovan kann Liberty Valance auf Augenhöhe begegnen. John Wayne spielt hier wie in Der schwarze Falke wieder jemanden, der irgendwo dazwischen steht. Nicht mehr ganz in der Wildnis, aber auch nicht wirklich in der Zivilisation angekommen. Und in Der schwarze Falke ist das auch so. Und da begegnet er auf Augenhöhe dem Häuptling, dem Feind, dem Antagonisten in diesem Film. Stoddard wird als der zivilisierte, und das meint hier aber auch der effeminierte Mann, gezeigt. Er trägt laufend Schürze, ist für den Abwasch zuständig, er zeigt sich dafür erkenntlich bei Haley und ihrer Familie, die ihn aufgenommen haben. Haley ist eine junge, hübsche Frau und sie soll die zukünftige Ehefrau von Donovan werden. Er schenkt ihr immer Kaktusrosen, aber er bekommt nun mit Stoddard einen Konkurrenten. Stoddard ist für Donovan ein Konkurrent in zweifacher Hinsicht. Das Recht der Ehre, das Donovan noch als edler Cowboy vertritt, soll durch Stoddard ersetzt werden mit dem Recht der Gesetzesbücher. Und eine neue Männlichkeit, eine intellektuelle, wie schon gesagt, eine leicht effeminierte, hält nun Einzug. Und das führt auch dazu, dass er die Bewohner dieses Städtchens anfängt zu alphabetisieren. Stoddard will Haley das Lesen und Schreiben beibringen, aber dann auch vielen anderen in Shinbone. Donovan ist eine Hauptfigur wie in Der schwarze Falke, insofern auch, als er weiß, dass eine neue
Zeit anbricht. Deshalb kooperiert er durchaus mit Stoddart, auch wenn er Konkurrent ist. Sie haben nämlich gemeinsame Feinde, einmal Liberty Valance und die Großgrundbesitzer, die Rinderbarone, die Valance Geld geben, damit sozusagen diese Wildwestordnung aufrechterhalten werden kann, damit sich kein moderner Staat etablieren kann. Es gibt hier in diesem Film einen wirtschaftlichen Konflikt, der ausgehandelt wird. Die Rinderbarone sind weiterhin für das Recht des Stärkeren. Und das wird sozusagen nicht nur auf den Wilden Westen angewendet, sondern eben vor allem in der Wirtschaft. Die kleineren Farmer haben keine Chancen gegen die Rinderbarone und sie wollen auch, dass das genauso bleibt. Donovan würde aber auch von dieser neuen Ordnung profitieren, denn auch er ist ein kleiner Farmer, er gehört nicht zu den Rinderbaronen. Helfen kann den kleineren Farmern eigentlich nur die Gründung eines Bundesstaats mit einem Gesetz, das auch den kleinen Landwirten Schutz und Rechte einräumt. Es gibt dann eine Debatte, auf die wir noch zurückkommen. Stoddart will darüber aufklären, was eigentlich los ist mit den Rinderbaronen und wie den einfachen Menschen zu helfen ist. Aber Liberty Valance bleibt ein Antagonist, der sich immer in den Weg stellt. Stoddart verstößt deshalb gegen seine Prinzipien. Er merkt, dass er hier mit seinen Gesetzesbüchern nicht weiterkommt. Er schafft sich jetzt also auch eine Waffe an und übt kräftig, allerdings mit sehr mäßigem Erfolg, das Schießen. Es kommt dann eines Abends zu einem Duell zwischen Stoddart und Valance. Wobei man sagen muss, es ist ein Duell allerdings sehr in einer Grauzone. Es wird nicht wirklich als Duell deklariert, ist aber doch irgendwie eins. Valance fühlt sich von Stoddart herausgefordert. Zwar fehlen Sekundanten bei diesem Duell, aber es gibt Augenzeugen. Es geht hier darum, dass das Gesetz der Ehre herrschen soll. Das ist also keine Anarchie, die wir beobachten können. Ein Duell ist wirklich das Gegenteil von Anarchie. 1880 erscheint eine sehr interessante Schrift in Österreich, nämlich Die Regeln des Duells von Franz von Bolga. Und hier wird ganz detailliert aufgelistet, nach welchen Regeln eigentlich ein Duell stattfinden muss. Also man sieht hier, dass auch das Duell, dieses Recht, das Gesetz der Ehre, durchaus nicht einfach Wildheit meint, sondern auch schon etwas Zivilisatorisches ist. Aber es gab natürlich schon damals extrem viele Gegner gegen das Duell und auch im Wilden Westen war es zu dieser Zeit nicht mehr gang und gäbe unbedingt, aber es kam doch des Öfteren vor. Von Bolga schreibt über das Duell einleitend: Es liegt in unseren sozialen Verhältnissen, dass jedermann, und mag er auch theoretisch der überzeugteste Gegner des Duellseins, wenn er seine Stellung in der Gesellschaft behaupten will, in gewissen Fällen in die Notwendigkeit versetzt wird, an dasselbe appellieren zu müssen. Und genauso ist es bei Stoddart. Eigentlich ist er ein Gegner des Duells, aber jetzt ist er geradezu dazu gezwungen, jetzt doch ins Duell zu gehen. Stoddart begibt sich also ein letztes Mal in das alte Recht, um dann das Neue etablieren zu können, weil Valance dann weg ist. Stoddart gelingt es dann auch, Valance zu erschießen. Er ist damit der Held der Stadt und endgültig kann er damit auch Hayley erobern. Er hat seinen Mann gestanden. Es gibt dann eine Versammlung des Bundesstaates und er wird zum Delegierten gewählt und nach Washington geschickt. Bevor Stoddart gewählt wird, gibt es aber noch eine Debatte zwischen einem Vertreter der Rinderbarone und Stoddart. Und zum einen wollen die Rinderbarone beim Recht des Stärkeren bleiben. Sie wollen die Wildwest-Manier behalten, weil sie davon profitieren und sich das Land so besser ausbeuten lässt und eben die kleinen Farmer keine Chancen haben. Aber zugleich wird das Duell angeprangert. Stoddart sei ein Mörder, sagen sie. Das ist etwas sehr Heutiges, was wir da beobachten können. Das Kapital schafft sich zum einen rechtsfreie Räume, zum Beispiel durch Steueroasen, und möchte aber dann auch polizeilich geschützt werden und möchte, dass auch Recht und Ordnung herrscht. Nur eben sozusagen so, wie Sie sich es vorstellen, dass Sie geschützt werden vor allen anderen Verbrechen. Stoddart erfährt aber dann in einem Hinterzimmer die Wahrheit von Donovan. Donovan hat Valance erschossen, nicht Stoddart. Aus dem Hinterhalt hat Donovan es geschafft, auf Valance
zu zielen und zu schießen. Denn Stoddard allein hätte es niemals fertiggebracht, wirklich eine sichere Kugel auf Valance abzufeuern. Stoddard gewinnt dann die Wahl, aber er ist natürlich schockiert über diese Wahrheit. Donovan sagte, er sei ein Mörder und damit könnte er aber leben. Die Rahmenerzählung setzt dann wieder ein, nachdem wir das erfahren haben. Der Redakteur der Zeitung hatte alles mitnotiert, aber er steht nun auf und zerreißt seine Notizen und übergibt sie dem Feuer. Und dann gibt es diesen berühmten Satz. Er wird gefragt von Stoddard, ob er denn nicht nun endlich die Wahrheit drucken will. Und dann sagt er, no, sir, this is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Das heißt, lieber die Lüge als die Wahrheit, weil an die Lüge jetzt geglaubt wird und die Lüge ja auch erfolgreich ist. Die neue Ordnung beruht also auf einer Lüge und so soll es bleiben. Das ist der Kern des Films und wir müssen das einordnen. Um das einzuordnen, müssen wir zurückgehen in das Jahr 1641. Da hatte ein Stück in Paris Uraufführung, nämlich Cinna oder Die Milde des Augustus von Pierre Corneille. In diesem Stück geht es darum, dass es Intrigen um den Kaiser Augustus gibt. Die junge Frau Emilia will sich an Augustus rächen. Bevor er nämlich Kaiser wurde, beziehungsweise auf dem Weg dorthin, als er noch Octav hieß, da hat er Emilias Vater töten lassen. Augustus hat also ein Verbrechen begangen, glaubt Emilia. Doch Augustus' Frau Livia korrigiert sie mit den folgenden Worten. Sein Tod, also der Tod ihres Vaters, der deine Wut entflammt, war ein Verbrechen Octavs, doch war es das des Kaisers nicht. Was Livia hier tut, ist, die Figur aufzuspalten in zwei Personen. Einmal, als sie noch Octav war, und dann, als sie Augustus ist, als sie Kaiser ist. Die eine Figur hat aber mit der anderen jetzt nichts mehr zu tun. Und weiter sagt Livia, die Staatsverbrechen, die der Krone gelten, verzeiht der Himmel, wenn sie uns gelingen. Und auf dem hohen Platz, den er uns gab, wird, was geschah, gerecht, was kommen wird, erlaubt. Der, dem's gelingt, ist schuldlos stets und unantastbar bleibt das, was er tat. Wir schulden alles ihm, Besitz und Leben, doch uns fehlt Anrecht auf des Herrschers Leben. Das ist eine ganz erstaunliche Passage. Augustus hat ein Verbrechen begangen, aber er hat es als Oktav begangen, deswegen muss das voneinander getrennt werden. Diese Trennung eines Körpers in zwei, die ist enorm und die finden wir aber auch in unserem Film wieder. Es führt uns zurück zu Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Auch hier haben wir diese zwei Personen, aber es sind tatsächlich zwei. Wir haben auch eine Aufsplittung. Stoddard ist der Repräsentant des Rechts, er ist jetzt der große Politiker, er ist quasi wie Augustus und er trägt auch in der Rahmenhandlung eine weiße Weste. Donovan ist der Verbrecher, er ist quasi Octav. Beides aber wird eben von dem Vertreter der Öffentlichkeit, dem Redakteur, geduldet, weil Stodders Erfolg ihm Recht gibt und deswegen kann das sozusagen jetzt nicht mehr angetastet werden. Er verhält sich ganz genauso, dieser Redakteur, wie Livia, die auch sagt, der Himmel verzeiht uns, wenn uns ein Verbrechen gelingt und wir damit eben die Staatsmacht erhalten. Eine politische Weltanschauung aus absolutistischer Zeit ist also selbst in einer sich gegründeten, neuen, frischen Demokratie noch präsent. Nur wird das Verbrechen eben nicht mehr von dem Politiker direkt begangen, sondern eben von jemand anderem im Hintergrund. Niemand sieht Donovan, wie er aus dem Hinterhalt Valance erschießt. Es ist Mord, zweifellos. Die Szene, die wir erst sehr spät zu sehen bekommen, können wir aber auf die Gegenwart übertragen. Das, was Donovan da tut, das Gesetz nämlich brechen, ist ja das, was wir auch bei Geheimdiensten zum Beispiel laufend erleben. Er bricht ja zwei Gesetze, sowohl das der Ehre als auch das der Gesetzesbücher. Nicht zuletzt die Snowden-Enthüllungen haben das gezeigt. Oder denken wir an das Foltergefängnis in Guantanamo oder die Verwicklung des Staates in den NSU-Fall. Der Film zeigt zwar, dass Donovan einer der letzten seiner Art ist, doch das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich gibt es heute nach wie vor ganz viele Donovans und sie sehen nur ein bisschen anders aus.
Der Redakteur, der für die Lüge plädiert, erinnert an Journalisten, die gegen Whistleblower anschreiben. Der Redakteur ist jedoch nur eine Stimme des Films. Und hier beginnt die Ideologiekritik, die der Film leistet. Für uns nämlich ist ja das Verbrechen nach wie vor sichtbar. Wir sind ja am Ende nicht die Unaufgeklärten, sondern wir wissen, was passierte. Es ist also zugleich aufklärerisches Kino und dieses Plädoyer für die Lüge ist eben nur eine Stimme aus einem vielstimmigen Film. Und dann gibt es diesen unglaublichen Schlussdialog, diese furiose Szene. Da sagt, sie sitzen wieder im Zug, Haley und Stoddard, und sie sagt, du hast die Wildnis in einen Garten verwandelt, darauf kannst du stolz sein. Aber Stoddard will von seiner Frau wissen, auf dem Sarg von Donovan, da stand eine Kaktusrose, wer die denn dahingestellt habe. Und Haley sagt, das war sie. Und sie war es ja auch, die früher immer von Donovan diese Kaktusrosen geschenkt bekommen hat. Stoddard hat also hier etwas erfahren, was er eigentlich schon wusste, nämlich, dass er doch nicht eben der Mann ist, den sich seine Frau eigentlich wünscht. Er hat die große Heldenhaftigkeit ja doch nur ein einziges Mal in einem Moment bewiesen, beziehungsweise kann man sagen, hat er nicht, denn auch dort war Donovan derjenige, der Valens erschossen hat. Aber nur durch diesen einen Moment konnte er Haley überhaupt heiraten. Deshalb kann er auch seiner Frau die Wahrheit nicht sagen. Und dann kommt der Schaffner an und lobt ihn nochmal, den Mann, der Liberty Valens erschoss. Und beide gucken so in die Ferne, sehr betrübt. Eine Schlussszene ist das ohne Illusionen, was die Liebe angeht, aber auch was unsere modernen Staaten und deren Repräsentanten anbelangt. Diese Szene macht Der Mann, der Liberty Valens erschoss, zu einem der ehrlichsten Filme der Filmgeschichte, sodass wir nicht nur schauen, sondern sehen.